Willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel 60 München gegen Erzgebirge Aue. Endstand vor 15.000 Zuschauern 1:2. Pavel Dotschew und Maurizio Jakubacci begrüße ich neben mir. Pavel, dir herzlichen Glückwunsch und die ersten Worte gehen natürlich an dich. Ja, herzlichen Dank. Also, ich denke, dass beide Mannschaften heute verdienen Respekt für die tolle Leistung, für den Moral, wie sie gekämpft haben bis zu letzten Minuten. Am Endeffekt sind wir die Glücklichen, weil wir das geschafft haben, auch diesen Rückstand noch zu drehen. Aber so insgesamt vom Spielintensität her, das ging die ganze Zeit hin und her. Hochpressen und viele, viele Laufduelle. Beide Mannschaften wollten unbedingt gewinnen. Und deswegen kann ich sagen, dass ich sehr, sehr glücklich bin heute, hier so ein schweres Spiel für uns zu entscheiden, weil von Beginn an die Mannschaft von 1860 hat uns das Leben sehr schwer getan, weil wir auch nicht so sie erwartet haben. Wir haben auch schon uns ein bisschen auf andere Situationen vorbereitet. Da gab es auch ein paar Veränderungen vom Spielablauf her, von Ausrichtung her und haben ein bisschen Anlaufprobleme gehabt. Dann aber denke ich mit der Zeit, dass wir langsam das Spiel im Griff bekommen haben. Natürlich ist Geduld auch gefragt. Wir wollen auch sehr viel über Ballbesitz, über Entlastung, auch den Gegner sozusagen ein bisschen weich zu klopfen. Aber das war nicht möglich heute. Also das war heute schon, wie gesagt, sehr intensiv alles. Und die Mannschaft von 1860 hat das richtig gut gemacht, mit Ball, gegen Ball oder ohne Ball. Und deswegen auch diese Kontersituation, wo 1-0 gefahren ist, das war für mich schon, ich habe schon das Gefühl, heute wird es brutal schwer, hier was zu holen. Und dann habe ich nicht mehr zu verlieren gehabt, habe ich dann ausgewechselt, all-in, so wie man sagt. Und dann die zwei Joker haben getroffen in kürzester Zeit und bin super happy, dass wir so ein, sage ich nochmal, so ein schweres Spiel für uns heute entschieden haben. Bin sehr, sehr zufrieden mit der Leistung und mit dem Ergebnis. Und es ist leider so im Fußball manchmal, das Fußball ist brutal. Und so meine ich jetzt 1860, gute Leistung gebracht. Trotzdem stehen sie mit leeren Händen. Aber trotzdem denke ich mir, wenn man die Leistung betrachtet, war schon tolle Leistung von beiden Mannschaften. Dankeschön. Danke, Pavel. Mauri, dann wärst du an der Reihe. Ja, ich gratuliere natürlich Aue und Pavel für den Sieg, verdient oder nicht. Schlussendlich galt es, dieses Spiel zu gewinnen. Das haben wir nicht erreicht und klar sind wir alle enttäuscht heute. Wir sind sehr, sehr gut in die erste Halbzeit gekommen, haben genau das gemacht, was wir wollten. Sie unter Druck setzen, über die Seiten, mit Flanken, die Vorderleute zu füttern. Leider zu wenig Präsenz in der Box und auch die ein oder andere Chance über die Seite nicht so genutzt, wie wir uns das gewünscht hätten. Der Pass kam einfach nicht an. Sie konnten immer wieder in Ecke abwehren. Wir hatten genügend Ecken auch, um etwas, ja, vielleicht etwas rauszuholen auf stehende Bälle. Das haben wir auch nicht geschafft. Ja, in etwa 30 Minuten gut, dann die letzten 15 Minuten nicht mehr so gut. Da haben wir ein wenig den Anschluss verpasst. Aue kam besser ins Spiel, hatte auch eine Chance gegen Ende der ersten Halbzeit. Wir haben gewisse Dinge noch ein wenig korrigiert und die zweite Halbzeit war schon dann ein Hin und Her. Hätte mir gewünscht, dass wir ein wenig präziser sind, beim Aufbau vor allem. Kommen dann natürlich auch zum erhofften 1:0 und müssen das 2:0 schießen. Haben es leider verpasst auf den Schuss von Frey, der in Ecke abgewehrt wird und dann die Doppelchance mit Frey und mit Schwarz, die wir nicht über die Linie bringen, den Ball nicht über die Linie bringen. Und dann, klar, haben wir Aue ins Spiel behalten und wie es dann so ist, Unaufmerksamkeiten. Wir haben schon Glück vorher über unsere linke Seite, dass wir dort nicht ein Tor bekommen.
Und dann stellen wir uns natürlich nicht gut an, wiederum über die linke Seite, wo wir das 1-1 bekommen. Und klar, dann kommt noch das 2-1 dazu. Auf einen langen Ball vom Torhüter über die Seite in die Tiefe müssen wir natürlich defensiv ganz klar uns anders verhalten. Den Ball ins Ausschießen, in Ecke schießen, einfach nicht den Ball dort verlieren und bekommen dann auf diese Situation das 2-1. Klar, ins hohe Eck natürlich, schön abgeschlossen. Wie gesagt, heute sind wir wirklich, wirklich sehr bestraft worden und sind natürlich da alle natürlich unglücklich. Kann natürlich der Mannschaft, was Laufbereitschaft, kämpferische Hinsicht, absolut nichts vorwerfen. Aber wie gesagt, in Gegenangriffe, die wir hätten starten können, verlieren wir den Ball, wo wir eigentlich einfach nach vorne hätten spielen können. Und auf das sind wir dann wieder unter Druck. Und wir haben einfach unsere Konterchancen, die wir gut angefangen haben, nicht zu Ende gespielt. Und haben so natürlich eben Aue im Spiel gehalten. Und das tut natürlich weh. Aber ich habe der Mannschaft auch gesagt, wir müssen sofort wieder aufstehen. 2 Wochen jetzt Zeit, weiter an uns zu arbeiten, Kopf hochhalten. Wissen, ja, es geht über diese Erfahrungen und wenn wir weiterhin an uns stark arbeiten, gewisse Dinge uns verbessern, defensiv auch noch gewisse Dinge verbessern, dann werden wir uns auch wieder Siege einfahren. Danke. Dann eure Fragen bitte. Uli Kellner beginnt, danach Ruben Stark. Entschuldigung, er war zuerst gerade rum. Ja, Herr Jakubacci, Sie hatten, glaube ich, als es noch 1-0 stand, schon den Lakenmacher für eine Einwechslung vorbereitet. Wäre es da nicht in der Phase besser gewesen, irgendwie mit Greilinger die linke Seite zu stärken, wo ja erkennbar war, dass Aue da jetzt sehr reinspielt? Ja, hätte man auch machen können. Ja, klar, wieso nicht? Aber wissen Sie, man wechselt jemand in der Defensive, in einem so intensiven Spiel, man kommt in einen gewissen Rhythmus rein, hat vielleicht diesen Rhythmus nicht. Und genau in der Defensive ist es nicht einfach dann. Wie soll ich sagen, ins Spiel einzugreifen, richtig einzugreifen. Und man hat es gesehen auch mit Kilian. Er hatte Mühe. Er hatte Mühe. Und aber das einfach wegen des Spielrhythmuses. Und dann ist es nicht einfach, dann in so ein Spiel reinzukommen als Verteidiger, wenn nicht Not am Mann ist eigentlich. Ich glaube, man hätte sich auch besser verhalten können in diesem Moment defensiv. Und dann bekommt man das Tor nicht zum 1-1. Und das hat mit dem Verteidigen zu tun, ganz einfach. Rum. Herr Jakubacci, was ist aus Ihrer Sicht die wichtigste Lehre aus diesen ersten 5 Spielen für die Mannschaft? Dass es gilt, bis am Schluss diese Konzentration, diese Spannung zu halten und genau dann, wenn man etwas in der Hand hat, dann erst recht über den Willen noch einmal versucht, genau das festzuhalten und es nicht mehr loszulassen. Wir hätten, nachdem dass wir das 2-0 nicht gemacht haben, hätten wir verstehen müssen, okay, jetzt gilt es, noch alle Kräfte zu bündeln, auf der Innenverteidigern von Aue noch einmal Druck zu machen, sich nicht zurückbinden lassen, und diesen Druck versuchen aufrechtzuerhalten, um eben Aue das Leben noch einmal zu erschweren. Und eben, wenn man den Ball hat, sie eben durch das, dass sie natürlich sehr offensiv agiert haben, alles nach vorne geworfen haben, genau da hätte man sie eigentlich dann treffen sollen, indem dass man dann wirklich die Pässe eben an Mann bringt und diese Konter, die wir gehabt hätten. Und da rede ich nicht von denen, die
von Anfang an gespielt haben, sondern die, die reingekommen sind, hätten auch gewisse Pässe an Mann bringen sollen. Dann sehe ich. Dann frage ich nochmal. Noch eine Frage von Ruben Stark. Zum Thema Dreierkette. Wie waren Sie damit zufrieden? Ja, gut, wir haben ja nicht Dreierkette gespielt. Aber nochmal die Grund. Wir haben mit vier gespielt, mit Gutau hinten, links. Nein, man muss wissen, wir haben Dreierkette aufgebaut. Das meine ich. Das war hervorragend. Also, wir haben Aue in Schwierigkeiten gebracht. Also, die ersten 30 Minuten hatte Aue wirklich, wirklich Mühe. Wenn wir nur eben diese Flanken eben an Mann bringen in der Box, dann hätten wir das ein oder andere Tor schießen können. Leider eben diese Präzision, den Ball an Mann zu bringen, hat gefehlt, wo eben immer wieder ein Fuß, ein Bein in die Quere kam, aber das war auch wegen unseren nicht präzisen Flanken, die nicht an Mann gekommen sind. Aber der Aufbau war eigentlich gut, die Zwischenräume gut besetzt. Man kann es noch besser machen. Zum Beispiel Errol war häufig auf der linken Seite zu sehen, wo eben der Frenesi war. Und man hätte diese zwei Positionen hinter der Spitze besser besetzen können, dann hätten wir noch besser diese Möglichkeiten nach vorne gehabt. Und das gilt es zu perfektionieren, das gilt es zu verbessern. Und wie gesagt, der Aufbau mit dem Ball war gut, in der zweiten Halbzeit dann weniger, aber die erste war eigentlich von dem her sehr gut. Defensiv, noch einmal, müssen wir uns sicher verbessern, weil wir bekommen Tore, die wir so nicht bekommen sollten. Dann sage ich vielen Dank, Pavel, euch gute Heimreise. Dankeschön. Und dann trotz allem noch ein schönes Wochenende. Dankeschön. Danke.